Hallo Petra, herzlichen Dank, dass du hier im Videointerview mit mir bist. Hallo Sandro, vielen Dank für dein Interesse und dass du das übernommen hast. Dankeschön. Du hast ja auf Freifarm einen Kommentar hinterlassen auf www.freifarm.de. Vielen Dank dafür und hast darauf hingewiesen, wie es in Essen aussah, so zur Osterzeit mit den Obhutnahmen. Vielleicht erzählst du mal kurz was, erstmal vielleicht zu deinem Hintergrund, ja, warum du dich mit solchen Themen beschäftigst und dann auch, was war da zu Ostern los und wie sieht die Situation jetzt noch aus? Okay, also ich bin 51 Jahre alt, bin Mutter von drei erwachsenen Kindern und seit Jahren Pflegemutter für das Jugendamt der Stadt Essen gewesen und bin selber Großmutter. Ich hatte ja auch mitgeteilt, dass ich selber durch die Willkür des Jugendamtes über meine Enkelin eben halt mit betroffen bin. Vom Beruf aus bin ich staatlich anerkannte Erzieherin. Habe dann weitergemacht, eine examinierte Ausbildung zur Familienpflegerin und habe ein Studium in Entwicklungspsychologie und habe hier 17 Jahre lang für das Jugendamt der Stadt Essen gearbeitet als Familienpflegerin. Familienpflegerin Okay, heißt, das man geht. heißt da, wenn ich kurz unterbrechen darf, du hast ein Studium der Entwicklungspsychologie gemacht. Genau. Das heißt, dass Und du bist ausgebildete Psychologin? nein, ich bin nicht ausgebildete Psychologin. Ich bin ausgebildete Erziehungs- und Entwicklungswissenschaftlerin. Also das heißt, Psychologie ist ja nochmal was anderes. Und Erziehungs- und Entwicklungspädagogik nennt man das genau. Also das heißt, man beobachtet die Entwicklungsschritte von Kindern und Jugendlichen und gibt den Eltern nochmal spezielle mit pflegerischen Hinweisen. Also es hat auch einen pflegerischen Hintergrund, wie die zum Beispiel ihren Alltag organisieren. Ja, also man zeigt ihnen zum Beispiel, wenn bei Familien die Strukturen nicht so klappen, nicht gegeben sind, wie ein Haushalt geführt wird, wie man was kochen kann, welche Aktivitäten man mit den Kindern machen kann, wie man Tage und Sachen organisiert. Das ist nochmal speziell eine Ausbildung darauf, wo man ganz intensiv da auch die Entwicklungszyklen der Kinder, der Jugendlichen und auch der Erwachsenen genau im Auge nimmt. Ja, und die Okay, danke. Familienpflege ist eben halt eine krankenpflegische Ausbildung, die, Entschuldigung, speziell in den Familien ist, wenn zum Beispiel kranke Eltern da sind, wenn die Drogen konsumieren oder andere Erkrankungen haben, wie Krebs oder solche Sachen. Da ist man speziell auch nochmal in den Familien drin, um da zu unterstützen und auch Programme und Strukturen zu entwickeln. Ja, Erzieherin, denke ich mal, das weiß jeder. Das war meine Erstausbildung in den 80er Jahren nach der Schule. Habe dann 3 Jahre lang im Kindergarten gearbeitet, beim Arbeiter-Samariter-Bund, war lange Mitarbeiterin beim ASB auch Arbeiter-Samariter-Jugend hier in Essen, im Jugendvorstand, habe mehrere Reisen nach ganz Europa mit der Kinder- und Jugendhilfe organisiert, war sehr lange aktiv hier in Essen auch fürs Jugendamt, ins Jugendamt, in der freien Wohlfahrt und ja, bin 2015 ausgestiegen, weil ich das einfach nicht mehr mit ansehen konnte, wie gewissen Amtsmissbrauch und Amtswillkür in den Behörden stattfindet. Ganz aktuell stehe ich unter starker Beobachtung des Jugendamtes, weil ich eben halt auf gewisse Fälle hier in Essen massiv aufmerksam mache. Also ich greife mit dem Finger also in der Wunde, habe hier in Essen die Großelternlobby gegründet, habe mich auch mit anderen Kinderschutzaktivisten bundesweit mittlerweile verbunden, vernetzt und wir arbeiten also gruppen- und bundesweit städteübergreifend mittlerweile zusammen. Und das sieht man hier in Essen nicht gerne. Ganz aktuell wird mir auch meine Kinderschutzaktivitäten untersagt vom Jugendamt der Stadt Essen. Mir wird mehrfach mit Strafanträgen gedroht. Mittlerweile sind es 4. Aber ich mache trotzdem weiter, weil ich bin hier für die Kinder und für die Eltern zu kämpfen und etwas auch gegen die Ungerechtigkeit in unserem Aber Staat. das Jugendamt kann dir doch nicht untersagen, dass du dich da engagierst. Sie Wie wollen die versuchen denn es. sowas Sie machen? versuchen es. Also ganz aktuell geht man sogar hin, dass man sogar sagt, wenn ich meine Kinderschutzaktivitäten hier in Essen nicht unterlasse, dass ich zum Beispiel meine Enkelin nicht mehr sehen darf. Und das zieht man momentan durch. Wie, mit welcher Begründung? Also ich habe 2015 meine Enkelin, die ist jetzt ab Oktober wird sie 7 Jahre alt, habe ich sie bei mir im Haushalt aufgenommen, die Kindesmutter, also das ist nicht meine Tochter, sondern die Tochter von meinem Sohn.
haben sich oft gestritten und dann ist das Kind auf Intervention des Jugendamts zu mir gekommen. Und ich hatte damals immer wieder darauf hingewiesen, dass der Familie anderweitig geholfen werden könnte und sollte. Habe auch meine Hilfe angeboten. Das war damals für die alte Sozialarbeiterin gar kein Problem. Es war eine sehr ältere, erfahrene, ruhige Sozialarbeiterin, wirklich eine gute Sozialarbeiterin, die man leider selten in den Jugendämtern heute hat. Die hat sich auch sehr engagiert für die Eltern, auch mit meiner Unterstützung. Dann gab es einen Zuständigkeitswechsel. Ja, also wie diese Mitarbeiterin, die ist gegangen, die ist ja ausgeschieden worden. Sie ist letztendlich mit einem Burnout raus. Und letztendlich hat man sie strafversetzt, weil sie sich doch vermehrt hier in Essen, sich vermehrt für Familien und das Kindeswohl positiver eingesetzt hat, als wie es in dem Kollegenkreis gesehen war. Ich kenne natürlich mal durch meine Berufspraxis natürlich die Arbeit als Familienpflegerin in den Familien, also hinter dem Tisch der Jugendämter und auch den Eltern davor und in den Familien. Da kann man natürlich gewisse Sachen schneller erfassen und natürlich auch schneller umsetzen und sehen, wie was laufen soll oder nicht laufen sollte. Ja, und diese Sozialarbeiterin hat sehr eng mit mir zusammengearbeitet. Sie fing dann auch an, sich in den Jahren mehr auch für die Kinderschutzaktivitäten hier in Essen, also intern mit zu unterstützen. Und das hat man wohl rausbekommen. Ja, die gute Dame ist entlassen worden. Ja. Und nochmal zu dem Untersagen. Also es gibt ja rechtlich keine Handhabe, dass das Jugendamt sagt, sie dürfen da sich nicht engagieren. Wie machen die denn sowas? Also ich kriege dann also Schriftstücke, ich kann die gerne raussuchen, die kann ich dir auch noch zukommen lassen. Also es wird mir definitiv untersagt, dass ich mich öffentlich zu gewissen Sachen äußere. Ich werde darauf hingewiesen, dass ich aufgrund meiner Tätigkeit als ehemalige Mitarbeiterin eine Schweigepflicht hätte, auch noch rückwirkend, was mir mittlerweile wurscht ist. Es müssen Tatsachen mittlerweile an der Öffentlichkeit. Es passiert so viel, was die Leute so noch gar nicht wissen. Es wird mir mit Strafanträgen gedroht, es wird mir gedroht mit Nötigung, es wird sogar gesagt, ich sollte mal an meine jüngsten Tochter denken, die ist 14 Jahre alt, die würde ja noch zu Hause wohnen und wenn ich meine Aktivitäten nicht einstelle, würde das Jugendamt auch anders können. Und das von der Amtsleitung eines Jugendamtes, nämlich von Herrn Ulf Engelen, wurde mir das sogar per Telefon angedroht. Daraufhin habe ich jetzt mehrfache Schreiben erhalten von ihm, wo mir das untersagt worden ist, auf Facebook die Großelternlobby zu organisieren, die Treffen der Stammtische hier in Essen für die Großeltern, betroffenen Eltern zu organisieren. Mir wird untersagt, dass ich Eltern begleite in die Jugendamtgespräche, dass ich da einfach nur beisitze. Es wird mir untersagt, dass ich zu Hause in den Familien bin und einfach dabei sitze, wenn die Mitarbeiter vom Jugendamt kommen. Also man möchte das nicht. Ich marschiere natürlich auch mit einigen Eltern dann auch zur Staatsanwaltschaft, wenn ich selber persönlich mitbekomme, wie die wirklich erpresst werden und genötigt werden zu Handlungen, die wirklich nicht rechtens sind. Also da schnappe ich mir schon die Eltern und bin dann auch vor Ort bei der Polizei und der Staatsanwaltschaft hier in Essen und erstatte Strafantrag. Also ja, und das was ich verstehe, ist, wenn das Jugendamt sagt, du warst ja früher für das Jugendamt tätig und du unterlegst einer Schweigepflicht. Aber erzählst du denn öffentlich, gibst du denn private Daten heraus von Personen, die du damals betreut hast? Also ich gebe keine privaten Daten von den betroffenen Familien raus. Das tue ich einfach nicht, weil auch diese Familien haben mittlerweile Kinder und Enkelkinder, dass die geschützt werden. Das ist klar. Das ist auch mein oberstes Gebot. Nur ich gebe definitiv Fakten bekannt, wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit den Eltern hier in Essen verfahren, auch mit Großeltern und älteren Geschwistern von jüngeren Kindern. Also das gebe ich ganz offiziell bekannt. Also das geht auch offiziell in den Jugendhilfeausschuss hier in Essen, es geht nach Düsseldorf und es geht auch hier an der Presse. Und das möchte man nicht mehr. Also ich würde damit das Jugendamt verunglimpfen und was weiß ich alles. Also solche Argumentationen werden dann auch da von sich gegeben und dann wird mir auch telefonisch mitgeteilt, wenn ich nicht das unterlasse, dürfte ich meine Enkelin nicht mehr sehen. So, das zieht man jetzt seit mehreren Monaten auch durch. Dann kriege ich einen Termin zum Umgang mit meiner Enkelin zum Beispiel. Dann wird er 20 Minuten vorher, so wie letzte Woche Mittwoch, 20 Minuten vorher, ich war schon auf dem Weg, das ist hier in der Nähe, wo ich das Kind dann besuchen kann, also wo wir uns dann treffen, dann wird 20 Minuten vorher einfach der Termin abgesagt. Und jetzt habe ich gestern eine aktuelle E-Mail erhalten vom Jugendamt, dass ich das Kind vorerst nicht mehr sehen darf. Ja, und der Herr Engelin meinte dann zu mir, ich sollte daran denken, ich hätte noch eine 14-jährige Tochter, das Jugendamt könnte auch anders. Und das fasse ich als Drohung und Nötigung auf. Ich habe daraufhin Anwälte informiert.
Das Gericht werde ich heute noch darüber informieren, weil ich stehe aktuell zum wiederholten Mal für meine Enkelin in einem Erziehungsgutachten. Ich habe 2017 bis 2018 Erziehungsgutachten abgeschlossen, sogar bei der GWG in Deutschland, die einen sehr hohen Ruf hier hat, einen schlechten Ruf mit fast 80% Fehlerquellen der Gerichtsgutachtungen. Das habe ich bestanden. Mir wurde volle Erziehungsfähigkeit erklärt und das Kind und haltgebende Person für das Kind eben halt bin und dass es psychologisch wichtig ist, dass das Kind also den Kontakt zu seinen Bindungspersonen und weiter auch hier wohnen bleibt. Das Jugendamt hat natürlich hintenrum versucht, das Kind hier zu entziehen. Ich habe dagegen Klage eingereicht. Diese Verfahren laufen zurzeit noch. Ganz aktuell ein Verfahren ist am Oberlandesgericht in Hamm ansässig. Aktuell erläuft das zweite Erziehungsgutachten bei derselben Gutachterin der GWG in Düsseldorf, Anna Leimkühler. Eine sehr nette Gutachterin, muss ich wirklich sagen, auch sehr verständnisvoll. Erlebt man nicht oft bei den Gutachtern. Sie hatte mich letztens zum Beispiel gefragt, wie ich den ersten Termin hatte, was ich denn schon wieder hier wollte. Wir hätten ja eigentlich schon alles abgeschlossen. Ist gut, sie hat einen gerichtlichen Auftrag bekommen von einer Richterin, die auf Probe ist, also Richterin auf Probe ist, noch sehr jung. Also wirklich, also auch, wie sie den Auftrag abgegeben hat an der Gerichtsgutachterin, also mit so vielen Fehlern, dass selbst mein Anwalt, meine beiden Anwälte sagen, da können wir die Hände über den Kopf schlagen, da sind mehrere Verfahrensfehler drin. Also das sieht man auch in den Fragestellungen. Und Kritik Also deine siebenjährige Enkelin, die ist jetzt nicht bei dir? Nein, die hat das Jugendamt, also mehr gesagt, die Mutter hatte letztes Jahr aufgrund dessen, weil das Jugendamt ihr das Kind nicht geben möchte, also ihr ist das Sorgerecht entzogen worden wegen Erziehungsunfähigkeit. Ich muss dazu sagen, sie hat leider wirklich psychische Probleme, wo ich aber in der Meinung bin und auch immer war, mit richtigen Therapieansätzen und mit der genötigen Unterstützung kann das Kind sogar bei der Mutter bleiben, bei den Eltern. Ja, aber das will das Jugendamt nicht. Stattdessen steckt man das Kind lieber in Heim, entzieht es quasi nur mit einer verkappten Herausnahme, so wie das letztes Jahr erfolgt ist, und steckt das Kind aktuell hier in der Fürstin-Christine-Stiftung in Steele. Und gestern hat man mir ja auch in den Telefonat mitgeteilt, dass das Kind jetzt wieder im nächsten Heim ist. Also ist jetzt schon wieder verpackt worden, verpachtet worden. Und die nehmen keine Rücksicht darauf, wie es dem Kind damit geht. Ne? Und stattdessen wird mir dann immer wieder gesagt, solange du nicht deine Großeltern-Lobby-Tätigkeit unterlässt, kriegst du nicht den Umgang, wie du das möchtest. Okay. So geht Hast du nicht. Zeugen dafür, ja, für das Telefonat zum Beispiel? Ich habe alles auf Handy aufgenommen. Ich bin immer mit Zeugen in den Gesprächen. Ganz aktuell wird mir auch ein Termin für nächste Woche mit Woche um 14 Uhr hier in Essen in der Harcourtstraße angeboten mit den Mitarbeiterinnen vom Jugendamt. Wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne dazukommen. Ich würde euch dazu einladen. Ihr dürft euch das gerne vor Ort dann selber mal anhören. Es gibt Handymaterial, Videoaufnahmenmaterial von mehreren Gesprächen, wo ich sogar gezwungen, also man hat versucht, mich zu zwingen, mich wirklich unter Druck zu setzen, mit Kugelschreiber in der Hand zu drücken, dass ich zum Beispiel eine ganz popelige Umgangsvereinbarung unterschreiben soll, wo ich gesagt habe, nee, das tue ich nicht, weil es gibt keine Gesetzesgrundlage dafür, dass man eine Umgangsvereinbarung unterschreiben muss. Also hier auch nochmal an alle Eltern und Großeltern, es gibt keine gesetzliche Grundlage. Es gehört nur zur guten Sitte und zur Norm in unserer Gesellschaft. Es gibt keine Gesetzesgrundlage. Und ich erlebe leider auch nicht nur bei mir, auch immer wieder bei den anderen Eltern, die ich begleite, dass die wirklich gezwungen werden. Die bekommen wirklich einen Kugelschreiber in der Hand gedrückt. In Notfall wird sogar die Hand hinten im Rücken gelegt von den Mitarbeitern, um Druck auszuüben auf diesen jungen Müttern. Und das ist Amtsmissbrauch in einer Art und Weise, das geht gar nicht. Unser Oberbürgermeister, Herr Thomas Kufen, ist seit 2 Jahren über diese Umstände mehr als informiert. Ich schicke ihm sogar mittlerweile über Messenger ganz wichtige Details und es passiert nichts. Und vor kurzem sind sogar anonym 2 Flexkräfte, einmal hier aus der AWO und einmal von der Diakonie, hier anonym an mich herangetreten und haben mir ganz aktuell sehr exklusive Details mitgegeben, wie momentan die Inobhutnahmen vorbereitet werden, durchgeführt werden.
Letzte Woche war dann noch der Leiter des SAD-Jugendamt ganz live. Ich kannte das auch schicken übers Facebook. Also der war hier ganz live zusammen mit unserem Oberbürgermeister und haben ganz stolz verkündet, dass sie 1500 Anrufe von besorgten Bürgerinnen und Bürgern der Stadt hatten und 1500 in Obhutnamen gefolgt sind. Das muss man sich mal überlegen. Und seit Corona ausgebrochen ist, ist es ganz massiv. Ich werde hier auch mitten in der Nacht von Eltern aus dem Bett geschält, wo wirklich die Jugendämter haltlos wirklich in den Wohnungen, teilweise auch die Wohnungen von den Eltern auftreten, wirklich mit Polizeigewalt aufgetreten werden, wo sogar Kinder die Türen vor dem Kopf bekommen, wo wirklich auch eine Mutter zu Boden geschlagen wird, ja, wo eine Mutter in Handschellen gelegt wird. Also das kann nicht sein, dass eine Mutter ihr Kind schützen will, von den Beamten auf den Boden gelegt wird, dass mit dem Fuß auf der Schulter gesteckt wird und der Mutter gesagt, wenn du jetzt nicht Ruhe gibst, gehst du ab. Also es ist eine Form der Inobhutnahmen, die hier überhaupt nicht mehr möglich sind. Ich kriege gerade hier, danke Zoom, ich muss mal immer auf okay. Ich habe da auch gerade was bekommen, habe es gerade weggeklickt. Ja, und vor Ostern ist ganz aktuell, das ist auch durch die Presse gegangen, auch über Facebook in den Kinderschutzgruppen auch gegangen, hatte ich einen Hilferuf von dem Herrn Uwe Niederstrater erreichen. Den Namen darf ich auch hier offiziell nennen, auch den Fall offiziell mitteilen. Da hatte ich das ja mitgeteilt, dass es der Mutter nicht gut ging. Die hat sich dann mal ein paar Tage aus dem Familiengeschehen zurückgezogen, weil man muss das ja sehen, Doppelbelastung, die Kinder können nicht in der Kita, die können nicht in der Schule, die Frau muss arbeiten, hat selber noch Berufsschule, den Haushalt, der Mann, es ist ja heute für uns alle nicht einfach. Ne? Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man zu Hause bleiben kann als Mutter, die Kinder erziehen kann und die Väter gehen arbeiten und bringen das Geld nach Hause. Heute ist das ja ganz oft, das erlebe ich auch hier in meiner Praxis, auch hier in Essen ganz, ganz häufig, dass die Mütter teilweise 3, 4 Putzstellen haben, arbeiten gehen, den Spagat zwischen Betreuung und Arbeit. Und gerade diese Frauen, diese alleinerziehenden Frauen und Väter, stehen ganz extrem in den letzten Monaten unter dem Visier des Jugendamts hier in Essen. Also ganz extrem. Die rufen sogar bei Nachbarn an, erkundigen sich, ob es irgendwelche Vorfälle in den Familien gibt. Dann wird den Nachbarn sogar eine Telefonnummer hinterlegt, dass die sogar zurückrufen sollen, wenn irgendwie was ist. Also da das hört sich ja für jemanden, der sich nicht auskennt, hört sich das ja quasi gut an, ja, dass das Jugendamt sich kümmert. Aber das Jugendamt hat ja gar nicht das Recht, aktiv Nachbarn zu kontaktieren und zu fragen, gibt es Probleme, sondern Jugendämter haben im Grunde da zu sein, falls sich jemand meldet, aber dass sie da aktiv rausgehen, ist ja ungesetzlich. Die gehen ganz aktiv raus und die begründen es ganz offiziell, das hat ja auch der Herr Carsten Blum, also der Leiter des ASD Essen, der Stadt Essen, auch ganz begründet, dass das Jugendamt aufgrund in der Corona-Pandemie mehrfach herausfährt, um Familien und Kinder und Jugendlichen zu kontrollieren. Die geben das okay. Sogar zu. Ich habe da kürzlich, ich glaube vor 2 Wochen ging mal so in der Presse, ging ein paar Artikel rum, dass Corona es den Jugendämtern erschwert, in Familien einzublicken. Und da habe ich mich schon gefragt, okay, was soll diese Berichterstattung? Jetzt wissen wir es. Also im Grunde wird sowas dann benutzt, um zu sagen, wir schnüffeln im Grunde herum, ganz die offiziell, und gucken, ob wir da Kinder irgendwie herausnehmen müssen. Also es ist sogar so, klar, einen Punkt muss ich recht geben, es ist ein bisschen schwieriger wie vorher, weil Kindergärten und Schulen ja nicht so geöffnet sind, jetzt wie es vorher war. Klar, weil dann haben ja die Jugendämter, die Erzieherinnen vor Ort, die Lehrer vor Ort, die dann ja auch Meldungen machen oder Kinderkrankenschwester, Hebamme und so. Das ist okay, das ist auch richtig so. Fakt ist aber, die Jugendämter kontrollieren wirklich, wo es wirklich schon mal im Vorfeld nur einen Anruf gegeben hat oder eine Information über eine Familie gegeben hat, wo das sich noch nicht mal bestätigt hat. Die Fragen, die an den Computern, wird das systematisch abgefragt.
Und das geht gar nicht. Das verletzt die Grundrechte von Kindern, Jugendlichen, von Eltern. Das ist so Grundrecht. Es ist Menschenrechtsverletzung und Grundrechtverletzung, was die da wirklich treiben. Und wenn man das öffentlich macht, dass man dann wirklich bedroht wird, genötigt wird, seine Arbeit niederzulegen, weil man Angst hat, dass gewisse Sachen an der Öffentlichkeit kommen. Also das kann es hier in unserem Land nicht mehr sein. Ich muss aber auch dazu sagen, dass selbst Anwälte diese Vorgehensweise immer mehr bestätigen. Also du bist ja 2015, hast du dem Jugendamt sozusagen Tschüss gesagt. Ja, ganz genau. Wie lange warst du denn für das Jugendamt tätig? 17 Jahre. Was ist in den 17 Jahren geschehen, dass du 2015 gesagt hast, ich gehe? Ich finde es unmöglich, was hier geschieht. Ich konnte das einfach nicht mehr. Ich hatte ja auch noch in der Zeit, also 17 Jahre fürs Jugendamt, ich sagte mal, die Bereiche, die für mich zuständig waren, sind einmal die Familienpflege, die ich vorhin erklärt habe, und dann auch als Tagesmutter. Ne? Also Tagesmutter ist ja auch nochmal, wo die Eltern ja die Kinder in der Betreuung bringen, wo man ja zum Beispiel aufpassen muss, wenn die dann in der Arbeit sind. Ne? Dass man, also Tagesmutter, Kindertagespflege. Selbst da wird so viel Amtsmissbrauch betrieben, werden da so die Tagesmütter nötig unter Druck gesetzt, also nicht nur ich, auch viele andere Kolleginnen und Kollegen, dass man wirklich genötigt war mit Handyaufnahmen, wirklich in der Küchenhaube, dass man wirklich, wenn die kamen vom Jugendamt, ob es Mitarbeiter von dem Verband war oder vom Jugendamt, die arbeiten sehr gerne zusammen. Verbände und Jugendämter haben ja auch, das wissen wir ja auch alle, im Rahmen der öffentlichen Jugendhilfe ja auch Verträge. Und da fließt sehr viel Geld, auch sehr viel in Antragstellungen. Und da ist es wirklich so, dass auch Sozialarbeiter, ja, die eigentlich in ihrem Studium nicht gerade lernen, so die Leute unter Druck zu setzen, sondern eigentlich zu unterstützen. Die lernen aber im Umkehrschluss auch, die Leute unter Druck zu setzen. Das ist in der Kindertagespflege, das ist im Jugendamt, das ist mittlerweile in alle in den Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe. Und das bundesweit, nicht nur hier in Essen, sondern in ganz Deutschland. Ich denke mal, du hast ja schon viele Fälle berichtet auf YouTube, so wie ich sehen konnte. Und da hört man ja auch immer wieder die Räder, wie die laufen. Und die wiederholen sich immer wieder. Nur in den letzten 3 Jahren hat sich das so verschärft. Alleine hier in Nordrhein-Westfalen ist die Inobhutnahme um 35% gestiegen, sowie von kurzen, sowie von langfristigen. So, was aber nicht erfasst ist in der Statistik des Landes Nordrhein-Westfalen, Justizministerium, die Begründungen dazu. Da weigern sich leider unsere Bundesländer immer noch zu recherchieren und eine Statistik zu erstellen, was ist wirklich eine richtige Kindeswohlgefährdung vor Ort gewesen? Oder war es nur, weil Nachbarn XY von den Kinderlärm angenervt war, die Eltern nicht mochte, dass man dann Wege gesucht hat, die Kinder so loszuwerden? Und das passiert sehr häufig. Also ich kenne das hier bei mir im Alb-Donau-Kreis, da gab es einen Bericht aus der lokalen Zeitung, dass über die letzten 3 Jahre die Kindeswohlgefährdungen zugenommen hätten. Ja, ich glaube, das waren irgendwas um die 100, 2015 oder 16. Jetzt sind sie bei über 160, glaube ich. Und dann wird der Landrat zitiert, ja, der sich diese Entwicklung nicht erklären kann. Ja, den Bericht habe ich gesehen. Also der Bericht war ja auch auf Facebook gepostet. Also es ist schon traurig, dass so Landräte, Kommunalpolitiker sich das angeblich nicht erklären können. Es erschließt sich doch uns eigentlich alle, jemand, der das von draußen wirklich betrachtet, mal so ganz logisch als Außenstehender, es stimmt doch irgendwas in diesem ganzen System nicht. Also ich bin in der Auffassung, dass das System, also die Kinder- und Jugendhilfe, das System kurz vorm Kollaps steht. Und wir stehen vor einem Systemkollaps in der Kinder- und Jugendhilfe. Und das liegt ja auch daran, zu wenig gut ausgebildete Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die jetzt also die zuständigen oder zukünftigen Mitarbeiter der Jugendämter, in ihren Studien, die werden nicht richtig darauf vorbereitet. Selbst in der Ausbildung, im Studium muss sich schon wirklich was ändern, weil es wird immer noch das, was vor 70 Jahren unterrichtet worden ist, lernen die Sozialarbeiter heute immer noch. Die werden auf die täglichen Aktivitäten des Lebens, so wie es wirklich ist, in ihren Studium gar nicht vorbereitet. Wenn die dann fertig sind mit ihrem Studium, die werden dann, wenn die sich beworben haben, klar, die jungen Sozialarbeiter wollen ja dann auch Geld verdienen, Berufserfahrung sammeln.
mein Gott, das sollen sie auch, da sind sie auch berechtigt zu. Das tun wir ja alle, du als Journalist nach deiner Ausbildung, ich genauso, dann lernt man ja erstmal. Aber was ich verantwortungslos finde von den Behörden, ob es jetzt hier in Essen ist oder auch woanderswo, so wie ich das mitbekomme und auch von den anderen Aktivisten erklärt bekomme, diese jungen, unerfahrenen Menschen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, werden in Fälle geschickt, wo sie nicht darauf vorbereitet werden. Und dann hat das ganz fatale Folgen, weil sie falsche Entscheidungen treffen. Viele können sich auch mit der Kommunikation gar nicht so ausdrücken, dass es Eltern, Mütter und Väter wirklich verstehen. Also ich erlebe jetzt letzte Woche, war ich ganz aktuell hier in Altenessen bei Eltern dabei. Also die Sozialarbeiterin hat ganz bewusst mit ihren anderen beiden Kolleginnen in einer Sprache gesprochen, sodass die Mutter das überhaupt nicht verstanden hat. Ich musste der Mutter alles eins zu eins erklären, was es genau bedeutet. Ich hatte mehrfach die Mitarbeiterin aufgefordert gehabt, der Mutter das so zu erklären, dass sie das verstehen kann. Wenn sie das nicht versteht, dann soll sie nach Hause gehen. Das muss man sich mal überlegen. Das muss man sich mal überlegen. Na, und ganz aktuell auch, da wird vor kurzem, hat mich eine Oma angerufen. Die Frau ist 69 Jahre alt, da hat man abends um 9:30, der Junge ist 7, in Altenessen, den hat man abends mit der Polizei gebracht. Die Eltern hatten sich gestritten. Zwar Streit, worum es geht, weiß ich nicht, ne, wurde mir nicht gesagt, das interessiert mich auch in dem Moment nicht. Man hat dann den Jungen zur Oma gebracht, weil Nachbarn wohl angerufen hatten, ne, hier sind die Eltern, die streiten sich, Polizeibeamten kamen, gut, die streiten sich, Kind raus, Jugendamt direkt informieren. Selbst die Polizei reagiert mittlerweile so. Selbst aber Moment, Moment, dass Eltern sich streiten, ist völlig kommt normal. Ja in den besten Familien vor. Ja. Und wie kommt die Polizei dann dazu, da ein Kind rauszunehmen, weil die Eltern sich streiten? Auf Meldungen, das kann ich jetzt auch sagen, auf Meldungen von den Nachbarn, die gesagt haben, die haben sich schon wieder mal gestreitet und es gestritten und es käme die letzten Wochen öfters vor. Wer weiß, was mit dem Kind passiert. So, letztendlich ist es jetzt so gekommen, dass das Kind von den Eltern herausgenommen worden ist in dieser Situation, durch den Notdienst des Jugendamtes Essen und dann bei der Großmutter untergebracht worden ist. So, man hat das Kind dort geparkt, das muss man sich jetzt mal überlegen. Man hat das Kind geparkt, so, man hat der Großmutter keine Information weiter hinterlassen, keine Versichertenkarte, für nichts. Und jetzt kam Folgendes. Der Junge ist ein paar Tage später krank geworden mit Fieber und Ohrenschmerzen und Halsschmerzen. Und da hat diese besagte Großmutter bei der zuständigen Sozialarbeiterin angerufen und nach der Versichertenkarte gefragt. Hatte aber auch bei den Eltern versucht, jemanden zu erreichen, die aber am Arbeiten waren. Weil den Eltern ist es untersagt worden, bei der Großmutter aufzutauchen, um das Kind zu sehen. Das muss man sich mal überlegen. Vom Jugendamt untersagt worden? Ja, das ist untersagt worden. Aber da hat doch das Jugendamt auch gar keine Berechtigung dazu. Das darf doch nur ein Gericht machen. Nein, das machen die nicht nur, das haben die auch bei mir versucht. Ne? Also die gängige Praxis, die findest du in ganz Deutschland. Die findest du nicht nur in Essen, die findest du in Oberhausen, in Bochum, in Mülheim, die findest du in Karlsruhe, in Bayern, in Potsdam, die findest du überall. Ich denke, wir müssen hier ganz klarstellen, also die sich nicht so auskennen mit Jugendamt und was die rechtlich dürfen. Ein Jugendamt darf den Eltern überhaupt nichts verbieten oder zu irgendwas nötigen, was sie machen müssen. Nur ein Gericht darf solche Entscheidungen treffen und nur vom Gericht sind die bindend. Und auch nochmal zur Info für Eltern jetzt auch, wenn die das sehen, wenn die gezwungen werden zu Unterschriften oder keine Kontaktaufnahme, wie auch wieder. Es ist eine Nötigung im Sinne des StGB 240, und zwar mit der Androhung eines erheblichen Übels. Ich erkläre da mal diesen Paragraphen euch genau ausführlich. Also 240 besagt Nötigung und auch Nötigung eines Betroffenen. Und das erhebliche Übel und objektiver Tatbestand ist, wenn ich demjenigen sage, so, wenn du das jetzt nicht unterschreibst, kriegst du dein Kind nicht mehr zu sehen. Das ist ein objektiver Tatbestand mit erheblichem Übel. Das Übel ergibt sich daraus, dass man das Kind nicht mehr sehen kann. Das ist eine strafbare Handlung und da bitte ich auch sämtliche Eltern, die sowas erleben, ob es Großeltern sind oder Anverwandte, die ihre Enkelkinder, Cousin, Geschwister oder irgendwie auch zu Hause haben und sowas erleben, geht zu den Staatsanwaltschaften, erstattet Strafantrag, nicht bei den Polizeibehörden, sondern bei den hiesigen Staatsanwaltschaften. Weil die Polizei lässt gerne solche Unterlagen auch mal sehr, sehr lange liegen,
Das wird auch ganz oft nicht bearbeitet. Ne? Und manchmal verschwinden auch Akten, das ist bei mir genauso. Ich hatte ja vorhin dir gesagt, dass man das bei mir auch probiert hat. Ich habe es zur Strafanzeige gebracht hier in Essen. Und meine Anwältin, die das rechtlich vertritt, die hat jetzt die Akten von der Staatsanwaltschaft Essen bekommen. Da sind noch nicht mal alle Akten drin. Noch nicht mal die Zeugenaussagen, die sind ihnen auf einmal weg, verschwunden. Auch das passiert öfters. Ne? Also ich denke, noch ein wichtiger Hinweis ist, wenn ihr mit dem Jugendamt zu tun habt, nie alleine hingehen, immer mit Zeugen, die nicht zur Familie gehören, immer jemand aus dem Bekanntenkreis, Arbeitskollege, wie auch immer, immer mit Zeuge hingehen. Ich gehe sogar mittlerweile hin, weißt du, Sandro, was ich sogar mittlerweile mache, wenn ich einen Termin habe, so wie nächste Woche vom Jugendamt, ich spreche sogar jemanden Fremdes komplett auf der Straße an und frage, ob er mich da unterstützen würde. Ich, komischerweise, ich habe bis jetzt sehr viele, auch für andere Eltern, die man auch auf der Straße angesprochen hat, auch meistens auch Mütter mit Kind, ganz wirklich angetroffen, die bereit waren, für eine Stunde mitzugehen. Also es ist nicht so, dass unsere Bevölkerung total blind ist, eine Sonnenbrille auf hat. Nein, es gibt schon sehr viele, die sich für das Kindeswohl in unserem Land und auch für die Eltern interessieren. Hm. Na, es gibt das schon. Ist eine tolle Idee. Ja. Na, das ist natürlich so und deswegen ist hier auch mein Appell an euch Eltern, alle auch an Großeltern da draußen, mit Zeugen. Der Zeuge soll bitte Protokoll führen im Sinne von einem Gedächtnisprotokoll. Er soll auch ruhig hingehen und da rufe ich auch zu auf. Nimmt die Gespräche mit dem Handy auf. Informiert die Mitarbeiter, ich nehme das Gespräch auf. Sollten die das verweigern, nimmt bitte Mutter, Vater, Kind, egal wer da sitzt, steht auf und verlasst den Raum und Ende. Keine Diskussion, keine Gespräche mehr mit solchen Menschen. Wer es verweigert, der hat auch was zu verbergen. Okay, du hast ja vorhin, du hast vorhin das vielleicht noch nicht ganz fertig erzählt. Wenn ich es richtig verstanden habe, warst du da als Tagesmutter tätig und wenn dann jemand vom Jugendamt oder ein freier Träger kam, dann hast du immer ein Handy mitlaufen lassen, ich nehme an zur Gefahrenabwehr, um aufzunehmen, was die da sprechen, um nachher nachweisen zu können. Also ganz am Anfang ja nicht, das hat sich erst viel später ergeben, weil andere Tagesmütter, wir hatten dann so eine kleine Interessengemeinschaft, wo wir uns dann zum Kaffee trinken verabredet haben, wo wir gemeinsam mit den Kindern zum Beispiel hier in Essen in so einen schönen Burgerpark gegangen sind zum Spazieren und Spielen. Da haben wir uns ausgetauscht. So. Und dann wurden auch so Problematiken mit Eltern bekannt. Jetzt zum Beispiel, wenn die, man hatte jetzt einen Arbeitsvertrag mit den Eltern von montags bis freitags, 45 Wochenstunden, dass die dann teilweise 3-4 Stunden zu spät kam oder vergessen haben, Sachen nicht mitzubringen, obwohl man denen das öfters gesagt hat, dass man dann als Tagesmutter quasi genommen gezwungen war und gesagt, so, du musst jetzt mal Sachen mitbringen, also dass man ein bisschen Druck ausüben musste in der Form, sagt immer, jetzt bring mal Sachen mit, ich kann nicht von den anderen Kindern zum Beispiel die Windeln nehmen, dann kriege ich von den anderen Eltern Ärger. Ne? So, und wenn man das dann so mit den Eltern ausgehändigt hat und wenn Eltern das auch nicht gefallen hat, sind die natürlich dann zum Jugendamt und haben natürlich dann Sachen verbreitet, die nicht an denen sind. Also da haben auch Eltern schon ganz ordentlich Bock missgemacht bei Tagesmüttern. Nicht nur bei mir, auch bei anderen. Das ist eben halt so. Und da sind dann die Jugendämter rausgekommen mit den zuständigen Fachverbändensmitarbeitern, wo man je nachdem Vertrag mit hat. Und dann werden diese Frauen unter Druck gesetzt. Die werden richtig unter Druck gesetzt. Und wie diese Termine waren, war ich auch stets zugegen oder andere Kolleginnen. Wir haben dann immer so ein Rollsystem gemacht. Und dann haben wir die auch wirklich in der Abzughaube, meistens haben wir die Gespräche in der Küche geführt, ne, in der Abzughaube das Diktiergerät platziert, am Küchentisch gesessen. Und dann hat man auch ganz oft diese Sachen aufnehmen können. Ich hatte mich damals 2012, 2013 auch an die Gewerkschaft Verdi hier in Essen gewandt und hatte damals eine Tagesmutter betreut, die dieses Problem auch hatte. Sie hatte im Erdgeschoss gewohnt und hatte nebenan aber direkt eine separate Wohnung für die Kinderbetreuung, für die besagten Kinder. Auch da haben wir dann ein Babyfon installiert, das stand dann auf dem Tisch und das andere in der anderen Wohnung von der Tagesmutter in der Küche. Jetzt saßen ich und weitere Zeugen und auch die Vertreterin der Gewerkschaft Verdi da. Und da haben wir auch mitbekommen, wie diese Tagesmutter erpresst worden ist. Wir sind natürlich gemeinsam dann rüber und haben die damit konfrontiert.
Und seitdem werde ich auch vom Jugendamt sowas von massiv beschnitten und unter Druck gesetzt, das glaubt ihr gar nicht. Und das war auch eins der Gründe 2015, dass ich gesagt habe, ich habe die Schnauze voll von diesem Saftladen, von diesen Nötigungen und Erpressungen. Es geht einfach so nicht weiter. Es geht so nicht weiter. Nochmal meine Frage an Freund: Was ist passiert in den 17 Jahren, die du fürs Jugendamt gearbeitet hast? Und du hast gesagt, in den letzten 3 Jahren ist es viel schlimmer geworden. Heißt es seit 2015 oder in den letzten 3 Jahren, die du gearbeitet hast? Also es hat angefangen, wie sich das Kindschaftspflegschaftsrecht verändert hat. Ne? Also da merkte man schon, auch so wie das Kibitz verändert worden ist 2008 bis 2010, da merkte man schon so die ersten Veränderungen und da merkte man auch schon, dass der Austausch zwischen den Jugendämtern und den Bezirksstellen schon sehr knapp war. Da merkte man auch, Es ist doch so, die Gesetze, wenn du die liest, ja, SGB 8, FAMFG, das sieht doch alles gut aus. Also daran kann es doch eigentlich nicht liegen. Doch, da liegt es dran. Und zwar, ich sage jetzt nochmal ein Beispiel, Großeltern, so wie ich bin jetzt Großmutter, wir sind zum Beispiel im Familienrecht überhaupt nicht vertreten. Also die Verwandtenpflegschaft ist ein eigener, entwickelter Zweig, der sich aufgrund nach § 47 StGB 8 und 37, 27 und 32 entwickelt hat. Also ein eigener Zweig. Er ist aber nicht gesetzlich geregelt, festgeschrieben oder so geschützt, noch nicht mal durchs Grundgesetz. Das ist ja das Fatale. Die Jugendämter nutzen das in einer Regelmäßigkeit aus. Gut, wenn sie nicht wissen, wohin mit den Kindern, packen wir sie zu Anverwandten, dann kriegen die keine Gelder, die denen zusteht, dann wird jegliche Hilfe auf Erziehung nach 27 verwehrt. Wenn sie die Anträge sogar stellen, werden diese Großeltern sogar gezwungen, die Anträge zurückzuziehen. Und wenn sie das nicht tun, dann werden denen sogar die Kinder herausgeholt und dann werden die Kinder lieber ins Heim gesteckt. So habe ich es 2017, 18, 19 persönlich am eigentlichen Leibe auch erlebt. Durch die Sozialarbeiterinnen hier in der Maxstraße hier in Essen. Ich selber. Und es ist gesetzlich nicht geregelt. Der Verwandtenpflegschaftsbereich ist nicht gesetzlich geregelt. Es ist ein rechtsfreier Raum. Da kann geschaltet und gewaltet werden, wie das Jugendamt will. Man kann die Kinder herausholen unter fadenscheinlichen Gründen, wer weiß wie auch immer. Und bei den Gerichten ist das auch so, wenn eine Oma, eine Tante sich zum Pfleger stellen will, ja, oder zum Vormund. Es ist nicht so einfach. Es wird massiv geprüft, es wird die Umgebung abgekloppert. Wie ist die Kindheit gewesen? Waren da Jugendamteinsätze? War da irgendwie mal Hilfe auf 27 nötig? Also es wird alles abgekloppt. Es wird nicht die gegenwärtige Situation der Kinder, der Menschen gesehen, wo die sich wirklich drin befinden. Man hat Kenntnis darüber, aber man will sich dem nicht stellen und dem auch nicht helfen. Und das ist in unserem Gesetz nicht verankert und das ist, was ich auch landesweit, bundesweit an die Politik hiermit auch fordere, dass die Verwandtenpflegschaft endlich im Familienrecht und im Grundgesetz endlich aufgenommen wird. Ich bin nicht die Einzige, die das in diesem Land schon gefordert hat, auch viele andere. Nur unsere Politik ist einfach zu feige, wirklich zu feige, da heranzugehen. Und warum sind unsere lieben Herren Politiker in der Richtung feige daran? Weil die soziale Arbeit in Deutschland, sogar europaweit, eins der größten Arbeitgeber sind, vor allem hier in Deutschland. Das muss man sich überlegen. Da zählen die Kindergärten zu, die Schulen zu, die Krankenhäuser zu. Das steht so ein großer Zweig. Und in diesem Zweig der sozialen Arbeit in dem Ganzen passiert so viel Amtsmissbrauch und so viel Willkür. Das kann sich, glaube ich, keiner vorstellen. Das ist gesetzlich nicht geregelt und nicht geschützt. Ja, ich glaube, viele wissen auch nicht, dass die Caritas, glaube ich, der größte Arbeitgeber Deutschlands ist mit über 100.000 Mitarbeitern. Also die Caritas und Diakonie halten sich da beide, sind ja auch kirchliche Träger, das wissen wir ja, die halten sich beide da sehr die Waagschale. Untereinander herrscht auch zwischen den Verbänden, ne, Freiheit, Wohlfahrt, Pflegeverbände, sogar so ein herrschender Konkurrenzkampf. Das muss man sich mal überlegen. Der Bund, das Bund, na, also Bund gibt ja Gelder fürs Land und Land gibt ja für die Kommunen und dann auch wieder für die einzelnen Wohlfahrtsverbände. Es werden Gelder zur Verfügung gestellt. Die werden noch nicht mal kontrolliert.
Ich sage dir jetzt mal ein Beispiel, woran. Das hatte ich jetzt auch hier im Jugendhilfeausschuss der Stadt Essen eingereicht am 10. März. Also, dass man da nicht auseinandergepflückt worden ist, weil da sind ja auch Vertreter der Wohlfahrtsverbände, so wie Kinderschutzbund, Caritas, Diakonie, AWO, ASB, obwohl ich sagen muss, der ASB ist da doch schon sehr gerecht. Also die machen viel durch eigene Spenden und eigene Arbeit. Also die lassen sich nicht so steuern in der Richtung. Ne? Also ich sag mal, es gibt da zwar auch Probleme, wo ich sage, okay, da könnte, aber die sind nicht so ferngesteuert wie die anderen. Hier in Essen ist zum Beispiel der Kinderschutzbund der Prestigeträger der Stadt Essen. Das muss man sich mal überlegen. Der Kinderschutzbund. So auch die Aussage von einer Mitarbeiterin letztes Jahr uns gegenüber, da ging es auch darum, ich sollte die Umgangsvereinbarung unterschreiben, wann ich meine Enkelin sehen darf. Die sagte, hier sind sie bei dem Prestigeträger der Stadt Essen, Kinderschutzbund. Ich sagte, jo. Und ich muss dazu sagen, ich bin Spielplatzpatin auch beim Kinderschutzbund bei uns hier in Holsterhausen über den Spielplatz und mache dort auch mehrere Fortbildungen schon seit Jahren immer wieder mit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich da auch teilweise mitkriege, da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Es ist hier nichts in dieser Richtung für Familienrechten so organisiert und so festgeschrieben. Vor allem, was ich sehr bemängel, ist, dass Sozialarbeiter der hiesigen Jugendämter teilweise die Gesetze gar nicht mehr kennen. Teilweise wirklich vergessen, zum Beispiel jetzt Hilfe auf zur Erziehung beinhaltet ja nicht nur, dass ich eine Familienhilfe nach Hause kriege, ja, oder eine Erfüllung an Heimunterbringung oder nein, es besagt zum Beispiel, dass ich auch Fahrgeld bekomme, ja, um mit meinem Kind zu Therapien zu fahren. Das wissen die gar nicht. Das muss man sich mal überlegen. Das wissen diese Sozialarbeiter heute nicht mehr. Eigentlich lernen die fast 4 Jahre lang in ihrem Studium StGB, Familiengesetz und all solche Sachen in- und auswendig, dass ich mich teilweise auch schon gefragt habe, wie oft sind die wirklich in ihren Sitzungen, wie oft sind die wirklich dabei gewesen, wo ich wirklich sage, es ist so ein Mangel an der Ausbildung. Jede Erzieherin in diesem Land, auch hier in Essen, ist besser ausgebildet wie eine diplomierte Sozialarbeiterin, die am Jugendamt sitzt. Das muss man sich mal überlegen. Eine Erzieherin ist faktisch im täglichen Leben mit den Kindern besser ausgebildet wie eine Sozialarbeiterin. Und wenn man das sieht, auch das ist gesetzlich nicht geregelt. Hast du den Eindruck, dass die Jugendämter, als du angefangen hast zu arbeiten, eher eine helfende Behörde waren? Und sie immer mehr zu einer Behörde mutiert sind, die denken, sie müssen eingreifen, sie müssen Gefahren eliminieren und die dann auch, auf eine gewisse Art so eine Herrschaft ausgeübt haben, also drohen, nötigen. Und womit hat es zu tun? Also es ist wirklich die mindere Ausbildungsqualität, ja, dass wenn du halt nicht mehr weißt, was du machen kannst, wie du es machen kannst, dass du dich dann ohnmächtig fühlst und dann halt quasi in eine schwarze Pädagogik verfällst und nur noch mit Strafen und Androhungen arbeitest. Ja, also es ist definitiv so, dass es in den früheren Jahren, um die Ende der 80er Jahre, 86 bis 94, die Sozialarbeiter noch sehr engagierter waren, ja. Auch noch mehr sich getraut haben, weitere Weiterbildungen nach ihrem Studium zu machen. Die haben die auch von den Kommunen und von den Ländern ja auch noch finanziert bekommen, ne? Oder auch so Supervisionen, die ja auch wichtig sind, die wurden damals noch regelmäßig abgehalten. Und das ist aufgrund der Änderung des PIBITS und den ganzen Gesetzes, Änderung, sind diese Stellen abgebaut worden. Und das wird denen nicht mehr gegeben. Denen fehlt die Weiterbildungen oder auch die Verpflichtung zur Weiterbildung. Ich sage jetzt mal einfache Kommunikation. Es happelt bei ganz vielen Sozialarbeitern in der Kommunikation mit ihren Klienten. Also die fangen da mit einem Fachjargon an. Das versteht der andere am anderen Ende des Tisches nicht. Der nickt zwar immer ganz nett und freundlich, weil er ja dann höflich sein will, der Vater oder der Mutter. Und die gehen raus und die sagen dann, was soll der Scheiß, ich habe nichts verstanden. Und diese Mitarbeiter merken durchaus in der Kommunikation, der andere versteht es nicht, machen sich sogar noch lustig darüber und deformieren die Eltern dann sogar noch. Es hapert hier an Respekt
an Achtung vor den anderen und an den Kommunikationsfähigkeiten der einzelnen Mitarbeiter. Und in den letzten Jahren konnte ich so sehen, von 92 an, konnte ich wirklich sehen, wie schlechter das geworden ist. Und man konnte auch mehr sehen, dass immer mehr die Jugendämter mehr die Wirtschaftszweigefähigkeit, also die Förderung, mehr im Blick hatte. Das hat sich ab 92, 94 drastisch verändert. Wirklich sehr drastisch verändert. Es gab dann mehr die Anerkennung von freien Kinder- und Jugendhilfeträger. Da wurden die zum Beispiel, ich sage jetzt mal, die Vorschriften, wie ein freier Kinder-Jugendhilfer sich anerkennen lassen kann, die waren viel schwieriger. Heute ist das viel einfacher. Und diese Jugendämter kontrollieren ja noch nicht mal richtig diese Träger, weil sie die Zeit dazu nicht haben, das Personal nicht dazu haben und die Kenntnisse einfach nicht. Weil sonst würden ja solche Sachen wie in Lüttiche ja auch nicht passieren, ne? Oder wie jetzt ganz aktuell in der Presse. Weil wenn die richtig ausgefüllt werden mit Plätze und mit Fortbildung, würden solche Sachen nicht mehr passieren. Da würde das Helfersystem anders aufgebaut sein und auch anders organisiert sein. Und diese Kinder- und Jugendhilfegesetze, die sind über 70 Jahre alt. Die passen heute nicht mehr in das Leben der Menschen, der Kinder und Jugendlichen von heute. Wenn ich mal überlege, die sind über 70 Jahre alt. Wir haben das 21. Jahrhundert. Die Kinder haben heute andere Bedürfnisse, die Jugendliche auch. Eltern haben andere Sorgen, wie es vor 20, 30, 40 Jahren war. Und das haben die Mitarbeiter nicht im Blick, die Politiker genauso nicht, weil die sagen sich ganz klipp und klar, warum sollen wir die Gesetze ändern, es läuft doch. Und das ist etwas, was ich hier dem ankreide, der Bundesregierung und den Landesregierungen. Sie tun nichts. Und das hat sich in den letzten Jahren, seit 92, 94, systematisch verändert. Und dann 2014, 15, auch mit der Flüchtlingswelle, ist da ja auch nochmal so eine Willkür, auch bei den Flüchtlingskindern, die hier auch in Deutschland ankommen. Die werden ja unbegleitet erstmal auch in Obhut genommen. Selbst da, wie mit denen teilweise umgegangen wird, die werden ja auch nicht aufgeklärt. Die kriegen ja auch nicht immer einen Dolmetscher an der Seite. Das muss man sich mal überlegen, wie da auch mit diesen Kindern umgegangen wird. Also es ist eine Katastrophe. Du hast jetzt einen Aspekt angesprochen, die Privatisierung der Kinder- und Jugendhilfe, die nach der Wende stattgefunden hat. Also ich sag mal, nachdem die DDR Teil der BRD wurde. Und was ich mich frage ist, also so eine Inobhutnahme von einem Kind, ja, dass so ein Kind bei den Eltern rausnimmt, das ist ja laut Gesetz die allerletzte Maßnahme. Richtig, richtig. Aber so wie du es ja erlebst und auch ich erlebe über die vielen Menschen, mit denen ich halt über Freifarm in Kontakt bin, ist es gar nicht so. Sondern du hast ja hier erzählt, dass die Polizei ein Kind bei den Eltern rausgenommen hat, weil laut Aussage der Nachbarn die Eltern angeblich miteinander streiten, schon häufiger, ja. Aber das ist doch nicht die letzte Maßnahme. Eltern streiten sich halt. Wer weiß, warum die streiten? Ist denn sicher festgestellt worden, dass das Kind dabei gefährdet wird, wenn die Eltern streiten? Nein. Das ist, absolut. Ja, das ist alles absolut fraglich. Also, absolut. Okay, das gut. Das Verfahren läuft sogar zur Zeit noch hier in Essen. Also, was ich sagen will, ist, okay, nehmen wir an, die Mitarbeiter beim Jugendamt sind schlecht ausgebildet und überfordert. Ja. Aber an dem Punkt, wo dort jemand entscheidet, wir nehmen dieses Kind raus, trägst du doch so eine hohe Verantwortung. Und du musst dir das doch 10 oder 20 Mal sehr gut überlegen. Nein. Und warum passiert es nicht? Warum wird hier so fahrlässig mit dieser Macht, die das Jugendamt hat, umgegangen und ohne wirklich alles probiert zu haben, werden dann Kinder rausgenommen? Warum? Ich sag mal, warum gibt's, vielleicht kann man es auch einen moralischen Verfall nennen, warum ist diese Hemmschwelle so niedrig mittlerweile? Die Hemmschwelle ist deswegen so niedrig, weil die aus Überforderung und Unwissenheit resultiert. Diese Sozialarbeiter, das muss ich jetzt auch mal von der anderen Seite aus so sagen, ein Sozialarbeiter hat im Schnitt zwischen 70 und 100 Fälle pro Woche. Das muss man sich mal überlegen. Früher als vorgeschrieben sind maximal 35, eventuell, es gibt ja 10% der grünen Zone nach oben oder eben halt nach unten.
So, und dann ist es ganz häufig so, wenn eine Kollegin erkrankt jetzt, dann bleiben die Sachen liegen, werden dann auf den Nächsten übertragen. Das ist leider so. Oder auch wenn Urlaubszeit ist, dann passiert das eben halt. Diese Mitarbeiter sind erstmal schlecht ausgestattet im Jugendamt. Hier bei uns im Essen, wir haben ein schlechtes Computersystem. Das muss man sich auch mal überlegen. Da stürzen Programme ab. Also ich habe in den letzten Monaten so viel mitbekommen, wo ich echt sage, unsere Stadt Essen verschleudert so viel Geld. Aber den Mitarbeitern mal vernünftige Computer, mal vernünftige Datenprogramme zu geben, dass die sich auch anders informieren können, auch die Büros mal vernünftig ausstatten und ihre Mitarbeiter sogar besser schulen, wie ich schon vorhin sagte, und unterstützen, das passiert nicht. Also ich ganz hier im Jugendamt Essen zum Beispiel, wenn ich in die Häuser gehe, ich komme mir vor, als wäre ich im Knast. Die sind sehr häufig dreckig, die Einrichtungen. Da, wo die Sozialarbeiter arbeiten, die sind dreckig. Es sind kaum renovierte Räume. Die Räume sind sehr dunkel. Also die sind nicht gerade sehr familienfreundlich ansprechen und auch Vertrauenserwecken. So die Umgangsräume, zum Beispiel hier in Essen, in der Maxstraße, dreckig, der Boden dreckig, das Spielzeug kaputt, dass Kinder sich sogar in den Umgängen Holzsplitter im Mund und im Gesicht und in die Arme rannen können. Die Boden so dreckig, dass die Kleben dreckig sind, dass dann Mitarbeiter sagen, oh, hier muss ja auch mal eine Putzfrau rein, das 3, 4, 5 Monate lang immer noch so gewesen ist. Und wenn ich dann mitsehe, teilweise, das muss ich jetzt auch mal wirklich sagen, Mitarbeiter, die überfordert sind, die laufen auch mittlerweile sehr ungepflegt selber in den Jugendämtern herum. Wenn man denen das den Spiegel vorsagt, hört mal, man sieht doch, dass es euch in eurer Arbeit wirklich nicht gut geht. Wenn man, dann wird man gefragt, warum? Sag ich, schaut euch doch mal eure Mimik an, eure Gestik an und wie ihr rumläuft. Das darf man gar nicht sagen. Man darf das gar nicht äußern, dann wird man achtkantig aus dem Büro geschmissen, wenn man sie wirklich mit diesem Spiegel konfrontiert. Es ist wirklich so, Mitarbeiter, die überfordert sind, die haben eine einzige monotone Mimik, Gestik, die sind nicht mehr in der Lage, mal zu lachen oder mal einen Scherz aufzunehmen oder auch mal anzunehmen. Sie haben das einfach nicht. Die haben einfach dieses typische, bis hierhin, nicht über den Tellerrand, den Weg schauen und nichts ist in der Richtung unterstützen von den Kommunalpolitikern, auch hier bei uns in Essen. Unser Oberbürgermeister Herr Kufen gibt sich hier in Essen sehr bürgernah. Ich denke mal, das kannst du ja auf der Stadt-Essen-Seite ja auch sehen. Aber er traut sich letztendlich nicht hin, an die Übel des also an der Wurzel des Übels zu gehen. Ich habe ihn vor einiger Zeit aufgefordert, in einem Video ganz offiziell auch den Herrn Engelin, den Amtsleiter des Jugendamtes, doch mal wieder zu den Wurzeln zurückzukehren, sich doch mal in den Familien zu begeben, sich mal vor Ort umzuschauen, unangemeldet. Ne? Ich habe unseren Bürgermeister aufgefordert, er soll doch bitte mal unangemeldet in den Dienststellen gehen und sich mal zu Elterngesprächen setzen, zu Großeltern, wenn die hinkommen und helfen. Er soll sich das mal vor Ort selber ansehen, was fehlt. Teilweise fehlt sogar Material zum Schreiben. Das muss man sich überlegen. Das ist, also ich finde, das ist so ein Armutszeugnis. Es sind viele Faktoren, die bei den Jugendämtern zusammenkommen. Und wenn ich dann sehe, in so einem Gebäude wie ein Knast, was kein bisschen Freundlichkeit ausdrückt oder das Vertrauen für hilfesuchenden Familien erweckt, wie soll ich mich als Mutter, Vater, Oma, Opa, Kind und Jugendliche vertrauensvoll ans Jugendamt wenden? Das ist so abschreckend. Und du musst mal überlegen, in den Jugendämtern hier in Essen gibt es noch nicht mal für wartende Eltern einen Wickeltisch, dass ein Kind gewickelt wird oder eine Stillecke, geschweige denn mal auf den Fluren eine Spielecke. Das muss man sich mal überlegen. Das ist ein Aushängeschild für eine Behörde, die doch einen sehr hohen, wichtigen Ansehenspunkt in unserer Gesellschaft hat. Und die ist so verarmt, verrottet, vermodet. Und unsere Gesellschaft lässt es zu und unsere Politiker erst recht. Und das trägt auch dazu bei, dass Mitarbeiter durch ihren Arbeitsfrust und ihre Berufsblindheit zu solchen Fehlhandlungen greifen und schneller greifen, weil sie die Sache vom Tisch haben wollen. Die wollen, ach, nächster Fall weg und fertig. Es geht so nicht. Ich habe auch vorgeschlagen hier im Kinder- und Jugendhilfeausschuss, dass man die Arbeitszeiten zum Beispiel aufsplittert. Ne? Du gehst ja auch bei Netto Edeka einkaufen. Da siehst du ja auch morgens Kassiererin X von 7 bis 14 Uhr und nachmittags ist dann von 14 bis 20 Uhr Y und sonst wieso. In den Jugendämtern hier in Essen wird das nicht mehr praktiziert. Früher war es anders zu meiner Zeit. Da war es so, wir hatten einen Teil an Frühdienst. Wir hatten auch mehrere kleinere Außenstellen, wo die Eltern dann auch hier in den Stadtteilen
eher mal zur Beratung hingehen konnten, auch mal wirklich bei einer Tasse Kaffee zu den Sozialarbeiterinnen ins Büro kommen konnten und man sagt, ich habe da ein Problem, was kann ich da machen? Das ist heute nicht mehr gegeben. Die haben das abgebaut, das ist denen genommen worden. Jetzt sind wirklich diese zentralen Dienststellen hier in Essen, die wirklich aussehen, als wäre man im Knast, wirklich nicht renoviert, teilweise dreckige Wände, die Büros dreckig, die Wände. Du musst dir das live angucken, komm. Ich lade dich wirklich ein. Ich gehe mit dir wirklich in die Jugendämter rein. Ich bringe dich gerne auch mit anderen Mitarbeitern in Verbindung, dass du dir das mal live von der anderen Seite ansiehst. Also hier in Ehingen, bei dem Jugendamt, das für uns zuständig ist, die haben einen ganz schicken Bau, ja, also, aber die sind nicht weniger inkompetent und auch verroht, ja, also ich damit da sagen will, so eine Umgebung, so eine Arbeitsumgebung hat ja auch immer psychologisch eine Wirkung, das ist ja auch in der Arbeitspsychologie, ist das ja auch so beschrieben, es hat ja auch immer eine Wirkung auf die Arbeitsweise eines Menschen. Also ich gebe dir recht, ich finde jetzt auch, wie du das geschildert hast, ganz gut, ja, dass man sich das mal vorstellen kann. Ich glaube aber, es erklärt noch nicht diese Verrohung der Jugendämtern. Ja? Warum gehen die so schnell vor bei den Obhutnahmen? Warum empfehlen die dem? Ja, genau, also die sind wahrscheinlich überfordert, inkompetent. Ja. Aber dann gibt es ja auch, es muss ja irgendwie, die Politik muss ja diesen Freiraum geschaffen haben. Ja? Wenn du sagst, der Bürgermeister bleibt da untätig, der Oberbürgermeister oder auch ein Landrat, dann heißt es ja, man schaut da bewusst weg, will sich nicht damit befassen. Also was ist da los in der Politik? Du sagst ja, du bist selber mit dem Jugendhilfeausschuss auch befasst und der es nicht weiß, der Jugendhilfeausschuss ist ja quasi das Kontrollorgan des Kreisrats oder Stadtrats über das Jugendamt. Ja. Was ist da los in der Politik? Warum werden da in Sonntagsreden die Kinder als unsere Zukunft und das Wichtigste behandelt? Aber wenn du dann wirklich mal mit dem Jugendamt zu tun hast. Die Verbindung wird gerade ein bisschen häufiger. Ja, also wenn du dann wirklich mit dem Jugendamt zu tun hast, dann siehst du, dass diese Sonntagsreden, ja, dass unsere Kinder so wichtig sind, eigentlich nichts wert sind. Die sind auch nichts wert, da muss ich dir recht geben. Das ist auch so. Unsere Mitarbeiter der Jugendämter sind überfordert, die sind nicht richtig ausgebildet, haben kein gründliches Material, um ihre Arbeit anständig zu machen. Und unsere Politiker suhlen sich in dieser Branche auch sehr damit. Und auch unser Herr Kufen, unser Oberbürgermeister Herr Kufen hat Angst davor, er hat kein Popo in der Hose, auf gut Deutsch gesagt, sich den mal auszusetzen, sich den mal wirklich zu befassen. Politiker haben in der Richtung einfach Angst, sich dem zu stellen, weil da könnte ja die Gefahr mal laufen, den Unmut der Bürgerinnen und Bürger persönlich spüren zu bekommen. Und man muss jetzt mal so sehen, wie viele Fälle werden denn jetzt in letzter Zeit öffentlich durch euch Journalisten, Gott sei Dank, wie viele sexueller Missbrauch, Misshandlungen von Kindern wirklich passieren. Jetzt fragen wir uns doch mal ehrlich, Sandro, warum passiert das denn so extrem? Warum haben diese Übergriffe in unserer Gesellschaft in den letzten 4 Jahren zugenommen? Da trauen sich die Politiker auch nicht ran an dieser Frage, dass da mal drüber nachgeguckt wird oder geforscht wird, warum hat sich das verändert? Ich kann dir sagen, warum sich das verändert hat, warum das so geworden ist. Erstmal, die Belastung der Familien ist unheimlich groß heute. Es gibt zu wenig Betreuungs- und Kinder- und Schulplätze für die Kinder. In den Schulen werden die Kinder ständig dem Mobbing ausgesetzt. Es fehlen Lehrer, es fehlt die Bildung. Unsere Politik guckt in dem sozialen Bereich, was unseren Kindern und jugendlichen Eltern und Familien betrifft, bewusst weg. Sie wollen sich bewusst nicht mit dieser Problematik auseinandersetzen. Sie wollen nicht bewusst dafür Gelder losmachen. Sie finanzieren dann lieber irgendwelche Energiesachen oder irgendwelche anderen Sachen. Dass aber die soziale Arbeit, die soziale Wirtschaft bei uns in Deutschland eines der größten Träger ist und auch Wirkung auf andere wirtschaftliche Zweige hat, da sträubt man sich voranzugehen. Warum soll ich ein System umkippen, neu aufbauen, es anders anfassen, es anpassen, wenn es doch seit Jahren läuft? Es läuft aber nicht mehr so. Und das ist auch denen nicht immer bewusst. Ja. Also bevor ich ab 2016 mit dem Jugendamt hier in Ehingen und Ulm zu tun hatte, habe ich gedacht, naja, ist halt eine Behörde,
beziehungsweise ich habe da vom Jugendamt gar nicht gehört. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, ja. Ab 2016, es gibt ein Jugendamt, interessant, ja. Und ich habe halt gedacht, naja, das ist halt eine deutsche Behörde, da wird schon alles ordentlich ablaufen, ja. Nein, tut es nicht. Sobald du merkst, was sie machen, merkst du, da ist völlige Willkür dabei, bei dem, wie die arbeiten. Und jetzt stelle ich mir vor, du bist Bürgermeister, Landrat, bist Dienstherr einer solchen Behörde und dann tritt jemand an dich heran, so wie du, und sagt, sieh, da passt was nicht und so weiter. Dann geht er zu den Leuten im Jugendamt oder dem Dezernenten für Jugend und Soziales, wie auch immer. Und der sagt ihm, du, alles in Ordnung hier, wir machen dies und jenes, mach dir keine Sorgen. Ja? Und dann wird der, genauso naiv, wie ich es vor 2016 war, sie sagen, ja klar, meine Mitarbeiter machen das schon, die sind ja ausgebildet, die wissen, was sie tun, denen kann ich vertrauen. Und eigentlich erst, wenn du selber erlebst, wie schlecht die arbeiten, wie willkürlich die vorgehen, wie inkompetent die sind, dass das Jugendamt oft, viel zu oft eine Gefahr für Kinder ist, dann erst fängst du an, nachzufragen, zu überlegen. Also sind die Politiker da im Grunde Opfer dieser Naivität, die ich auch hatte und die wahrscheinlich jeder Bürger hat, der denkt, naja, eine Behörde kann ja jetzt nicht so völlig daneben liegen und so derart willkürlich und inkompetent sein. Also ich würde nicht sagen, dass das unbedingt, also hier von unserem Oberbürgermeister Herr Kufen kann ich nicht sagen, dass das eine Naivität ist. Also ich behaupte mal, dass das keine Naivität ist, sondern das ist ein bewusstes Wegschauen. Ihm ist ja schon seit seiner Amtszeit, auch schon die Amtszeit davor von unserem damaligen Oberbürgermeister Herr Pass, er war ja da selber auch hier im Stadtrat selber Abgeordneter, der Herr Kufen, bevor er zum Bürgermeister sich gestellt hat und gewählt worden ist vor 5 Jahren, ihm waren schon die Missstände auch zu dem Zeitpunkt bekannt. Und er war da auch schon mehrfach eigentlich auch beim Kinderschutzbund selber mit dabei. Er hat Kenntnisse über diesen schlechten Zustand der hiesigen Bezirksstellen in Essen. Er hat einfach keinen Arsch in der Hose, wenn ich das mal so sagen darf, Entschuldigung. Er hat keinen Arsch in der Hose, sich wirklich dahinzusetzen und vor Ort mal wirklich das anzupacken, was ich ihm eingereicht habe, was ich dem Jugendhilfeausschuss eingereicht habe, wo ich meine, das sollte sich ändern, das sollte sich erneut anpassen. Sie wollen das nicht. Und jetzt musst du bedenken, so ein Jugendhilfeausschuss setzt sich ja aus folgenden Bereichen zusammen. Da ist ja einmal der Bereich Schule. Na, dann sind ja die Wohlfahrtsverbände, die freien Träger, ne? Dann sind ja die einzelnen Mitarbeiter der Stadtteilkonferenzen drin. So im Schnitt sind das hier bei uns in Essen zwischen 70 und 86 Mitglieder im Ausschuss, wenn alle da sind. Und die haben natürlich alle ein wirtschaftliches Interesse. Ne? Ist ja klar, wenn ich einen Sozialarbeiter, jetzt, ich sage jetzt mal bei der Caritas oder Diakonie, einen Auftrag geben kann, gehe mal in der Familie, verdiene ich natürlich daran als Besitzer dieser Firma oder als Chef dieser Firma. Es ist ein wirtschaftlicher Interesse und die Wirtschaft steht über das Kindeswohl und das Familienwohl. Und das kann das nicht sein. Und geht das in unserer Gesellschaft die nächsten 3-4 Jahre so weiter, wird das ein so grausames Ende nehmen. Ich bin sogar in der Auffassung, so wie die Menschen jetzt auch in der Corona-Krise immer mehr aufstehen, ich denke mal, das wirst du ja in der Presse auch bekommen haben. Also ich selber als Bürgerin dieser Stadt, als Bürgerin dieses Landes habe immer mehr Angst davor, auch öffentlich was zu machen, weil ich damit rechnen muss, dass man eingesperrt wird. Viele Kolleginnen sind jetzt hier in Potsdam, auch in Wiesbaden. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast mit der Kollegin, mit der Rechtsanwältin, die sich ja auch ganz offiziell aufgelehnt hat. Man hat sie ja kurzfristig einfach in die Psychiatrie überwiesen. Das musst du dir mal überlegen. Man hat die Frau mit Handschellen, mit Polizei vor ihrer Kanzlei abgeführt und eingewiesen. Man hat ihr gedroht, dass sie das Amt des Rechtsanwaltes weiter aus Ungarn zu entziehen. Sie ist momentan. Ach, du meinst die genau. Rechtsanwältin in Heidelberg. Ja, ganz genau. Das ist aber nicht die einzige Rechtsanwältin. Ne? Also ich kann dir sagen, mein Anwalt, das ist aus Hannover einer und eben halt hier aus Essen, aus Essen-Kettwig. Auch die sagen mir, dass die teilweise wirklich von den Jugendämtern unter Druck gesetzt werden, teilweise auch von den Gerichten. Also ich habe jetzt gestern einen ganz aktuellen Fall mitgeteilt bekommen von der hiesigen Kollegin, wo ich gerade sagte, hier aus Essen. Die geht zum Beispiel hier in den Gerichten, das muss man sich mal überlegen, mit einem weiteren Kollegen aus der Kanzlei oder einem anderen aus der Parallelkanzlei wirklich in den Gerichtsverhandlungen, der dann das Protokoll führt.
Weil selbst Gerichte mittlerweile verweigern, Protokolle aufzunehmen und zu führen und die zu Akten zu geben. Da muss man sich mal überlegen, da ist eine Professorin von Rechts- und Erziehungswissenschaften hier aus Essen, die Prozess führt wegen Kindesmissbrauch, wegen sexuellen, wirklich nachgewiesenen Kindesmissbrauch, wo das Jugendamt vehement seine Fehler bestreitet, die nachweisbar sind, das muss man sich mal überlegen, nachweisbar sind, dass es da massive unterlassene Hilfeleistungen, ne, und Verletzung der Fürsorgepflichten im Amte sogar gegangen hat, dass die Richterin sogar ganz verweigert in der Verhandlung, dass überhaupt ein Protokoll geführt wird, was überhaupt nicht rechtens ist, dass diese Anwältin quasi genommen gezwungen ist, einen Kollegen mit in die Verhandlung zu nehmen, der das Protokoll führt, dass es dann zu Akten gegeben wird, damit es in den Akten ist. Also du siehst, das ist nicht nur in der Politik, du siehst auch die Justiz. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Rattenschwanz ohne Ende mittlerweile. Und ich finde es schlimm, grausam für Kinder und Jugendliche. Ich hatte ja vor kurzem um Ostern herum, so um 19. 20. April herum ja auch öffentlich auf Facebook gemacht. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Hatte ich ja von der Familie Niederstrater, Uwe Niederstrater, ja berichtet gehabt. Da hat man die Kinder auch grundlos in Obhut genommen. Grundlos. Für nichts, es gab keine Kindeswohlgefährdung, nichts. Diese Flexkraft von der AWO hatte dann ja den RASD-Dienst des Jugendamtes informiert, die Kinder müssen hier sofort in Obhut genommen werden, weil der Kindesvater nicht sagen konnte, wo die Mutter ist. Das muss man sich mal überlegen. Die Familie hatte die Flexkraft drin, die haben die sich selber geholt, das muss man sich mal überlegen. Die haben die sich selber geholt, weil die Mutter, wie ich vorhin schon sagte, durch die Arbeit, die konnte nicht mehr. Es stand eine Mutter-Kind-Kur an, die ist ja dann auch durch Corona, ne, verschoben worden, mal gucken, wann sie kommt, dass sie sich mal ein paar Tage Auszeit nimmt. Und diese Flexkraft hat dann gemeint, nee, der Vater ist nicht in der Lage, sich um die Kinder zu kümmern. Das muss man sich mal überlegen. Der Vater hat zu Hause gesessen und wusste nicht, wo seine Frau ist. Sie ist Asthmatikerin. Der hat sich Sorgen gemacht. Der hat sich an die Polizei gewandt, an die Krankenhäuser. Sie ist einfach weg, raus, weil sie nicht mehr konnte, weil sie einfach mal ein paar Tage Auszeit brauchte. Ganz einfach. Gut, sie hätte ihm vielleicht sagen sollen, immer Schatz, ich brauche mal ein paar Tage Auszeit, dann wäre das vielleicht anders gelaufen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Das wäre dann nicht mehr anders gelaufen, weil eben halt diese Flexkraft nicht mit dem Vater klarkam, weil der Vater gesagt hatte, ich mache die Tagesstruktur mit meinen Kindern so. Morgens aufstehen, frühstücken, Zähne putzen, um 7:30 wird das Kind zum Bus gebracht, damit es zum Schule fahren kann und die anderen beiden Kinder in der Kita. Nein, man hat ihm sogar gesagt, dass die Kleine, das muss man sich mal überlegen, die hat einen Kita-Platz, die so klein wäre für eine Kita. Ab 2 Jahre ist bei uns hier in Essen Kita-Pflicht. Das muss man sich überlegen. Und die Kleine sollte nicht in der Kita. Die sollte dann in einer sozialpädagogischen Kindertagespflegestätte. Das muss man sich überlegen. Bei einer Tagesmutter, die eine heilpädagogische Weiterbildung hat, da muss man sich mal überlegen, wie krank ist das denn? Das ist total krank in dieser Stadt. Das ist nicht nachvollziehbar. Und dann hat man die Kinder in Obhut genommen. Man hatte dem Vater gesagt, du musst bedenken, das war grünen Donnerstag vor Ostern. Ne? Und Karfreitag sollte er die Kinder im Kindergarten bringen von dem Jungen, von den beiden jüngeren Kindern. Da habe ich auch zu dem Uwe gesagt, hör mal Uwe, weil er mich donnerstags abends angerufen hat, sage ich, Uwe, du bringst die Kinder nicht in den Kindergarten. Da steht eine Inobhutnahme hervor. Ja, was soll ich jetzt machen? Er hat natürlich Angst gehabt in dem Moment, hat morgens die Kinder in den Kindergarten gebracht, auf dem Karfreitag. Da waren sogar Erzieherinnen für die Notbetreuung. Das musst du dir mal überlegen. Musste dir mal reinhauen. Ja, man hat die Kinder dort in Obhut genommen. Er hatte mich dann informiert, mir Bescheid gesagt. Ich bin dann hier von Holsterhausen mit dem Taxi ziemlich schnell nach Altenessen, habe mir das vor Ort auch nochmal genau angeschaut, habe natürlich einen total auf dem Boden zerstörten Vater vorgefunden. Dann war sein Cousin Gott sei Dank da, der ihn dann auch aufgefangen hat, getröstet hat, so wie die Schwägerin eben halt. Man hat die Kinder ohne Grund in Obhut genommen. Diese Flexkraft, diese sogenannte Sozialarbeiterin, hatte den Auftrag, das kam jetzt im Nachhinein, hatte den Auftrag, seit Anfang der Corona-Krise, wo die Kita geschlossen worden ist, nach Aspekte der Kindeswohlgefährdung zu suchen. Das musst du dir mal vorstellen. Das musst du dir mal vorstellen. Das war ihr Auftrag in der Kinder- und Familienhilfe. Das musst du dir mal vorstellen. Musst du dir mal wirklich vorstellen. Es gibt keinen sexuellen Missbrauch. Es gibt keine Schläge. Es gibt keinen Alkoholkonsum. Ich kenne diese Familie jetzt schon seit 3,5 Jahren durch meine Enkelin, wo ich vorhin erzählt habe, weil diese Kinder sind zusammen
in der gleichen Krankengymnastischen gegangen, weil die Kleine, die älteste Tochter jetzt in Schule ist, die hat damals einen Schlaganfall gehabt. Musst du dir überlegen, mal mit 2 Jahren. Musst du dir mal überlegen. Und da werden die Kinder in Obhut genommen. Das ist doch nicht mehr normal. Gut, er hatte mich dann informiert. Ich bin dann Freitag hin, habe dann auch ziemlich zügig hier am Familiengericht direkt die Inobhutnahme, der Inobhutnahme widersprochen, schriftlich direkt in den Eilbriefkasten, hatte im Internet geguckt, ganz ehrlich, welcher Richter Dienst hatte. So, samstagsmorgen hat mich das Gericht angerufen, weil ich meine Handynummer auch hinterlassen hatte. Da sollte ich eine Einschätzung abgeben. Jetzt überlegte das mal. Ein Richter ruft mich an und sagt mir, geben Sie mir, was ist Ihre Funktion, wer sind Sie? Geben Sie mir bitte eine Einschätzung der gegenwärtigen Lage ab. Das musst du dir mal überlegen. Das ist eigentlich die Aufgabe vom Jugendamt gewesen. So wenig später, samstags Nachmittag, so gegen 15, 16 Uhr, rief mich dann der schnell eingesetzte Verfahrensbeistand genauso an. Mit dem habe ich mich dann Samstag ziemlich zügig in der Wohnung von dem Vater getroffen. Und der hatte denselben Eindruck wie ich. So sind die Kinder nach Ostern, den Mittwoch, wieder zurückgeführt worden zu dem Vater. Und jetzt bekommt er mehr Flexkräfte, die sind von Montags bis Samstags da. Das musst du dir mal überlegen. Der hat eine engmaschige Aufsicht. Ich bin zwischendurch in dem Haushalt und gucke nach, wie die Flexkräfte arbeiten. Und er hat mir jetzt schon mitgeteilt, wie die arbeiten. Er hat auch Videomaterial, ganz brisantes Material mit. Sie sitzt wirklich auf der Couch und sie schaut zu, was er macht. Da wird sich nicht mit den Kindern hingesetzt, gemeinschaftlich, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt oder was gebastelt. Sie sitzt da, sie hat immer noch den Auftrag, und da bin ich felsenfest von überzeugt, Aspekte der Kindeswohlgefährdung zu sammeln. Wenn ich da bin, glaubst du gar nicht, wie schnell die Frau den Haushalt verlässt. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil ich kontrolliere nämlich sie, wie sie arbeitet. Und mittlerweile ist es ja beim Jugendamt auch in den Dienststellen mittlerweile bekannt, dass ich in den Familien gehe. Und deswegen werde ich auch massiv unter Druck gesetzt, weil man das genau verhindern möchte. Weil ich schaue genau in die Wunde. Ich lege den Finger in die Wunde und das wollen die nicht. Also ist die Person, die den Vater denunziert hat, ja, ist immer noch dort als angebliche Hilfe für die Familie. Ganz genau, ganz genau. Also ich persönlich. Aber dann ist es doch eine, dann ist es doch eine Person, die eine Kindeswohlgefährdung begangen hat, weil sie ja dazu beigetragen hat, dass die Kinder ungerechtfertigt rausgenommen werden. Eigentlich müsste man die ja vor Gericht bringen wegen einer Kindeswohlgefährdung. Also ich bin hingegangen, also der Vater hat nicht die Anzeige erstattet und die Mutter auch nicht, weil ich ihm davon abgeraten habe in dem Moment. Ich habe Strafantrag gestellt. Weil du als Eltern kannst ja auch die Anzeige erstatten, klar, aber auch jemand, der darüber Kenntnisse hatte, über eine unbegründete Inobhutnahme, Kindeswohlgefährdung, kann natürlich aufgrund der Garantenstellung auch Strafantrag stellen. Den Strafantrag habe ich gestellt. Das wird wahrscheinlich mit der Bearbeitung bei der Staatsanwaltschaft noch dauern. Ich habe noch nicht mal ein aktuelles Aktenzeichen. Und welches Delikt hast du da angezeigt? Kindeswohlgefährdung und Kindesentführung. Weil also Kindesentführung, okay, Kindeswohlgefährdung ist ja keine Straftat, sondern Körperverletzung. Kindesentführung, dass man die Kinder unberechtigt eben halt aus dem Haushalt ohne wirklich triftige Kindeswohlgefährdungsaspekte herausgenommen hat. Also ich muss ganz ehrlich sein, das ist eine Schweinerei. Da ist noch nicht mal der Amtsleiter vom Jugendamt in der Lage gewesen oder dass der Herr Kufen sich persönlich bei dem Vater entschuldigt hat. Du musst mal überlegen, der Mann wusste an dem Tag bis dato nicht, was ist mit seiner Frau. So, er hat sich an die Kripo gewandt, die haben die Frau gesucht, er sollte eine Beschreibung abgeben. Und donnerstags hat er ja auch noch einen Anruf von der Kripo erhalten, dass man eine Frau gefunden hätte, die so ungefähr auf dieses Bild passt. Jetzt überleg dir das mal, du sitzt als Vater zu Hause, du weißt nicht, was mit deiner Frau ist. Da kriegst du doch eine Horrorvorstellung und da hat die Flexkraft nichts anderes zu tun, zu sagen, so, der ist nicht in der Lage, die Kinder, obwohl Großeltern da sind, Onkel, Tante und Geschwister, Ältere, die hätten die Kinder beaufsichtigen und unterstützen können. Nein, dann nimmt man die Kinder in Obhut. Ich habe dann daraufhin dem Vater gesagt, du bitte keine Anzeige, weil das Risiko ist groß, dass man, wenn er die Anzeige macht, dass man gegen ihn. Und ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Also der Richter hat Gott sei Dank ziemlich gut reagiert, ne? Und hat die Inobhutnahme natürlich wieder rückgängig gemacht, aber trotzdem,
Er ist jetzt jederzeit ein Risiko ausgesetzt, weil auch die Flexkräfte da sind, dass die Kinder ohne jegliche Begründung wieder herausgenommen werden. Also ich telefoniere täglich. Du hast ja vorhin mitgekriegt, wie da mein Telefon gerade hier ging. Das war zum Beispiel der Vater. Wir haben immer ausgemachte Uhrzeiten, wo wir telefonieren, wo er mir sagt, sie ist da. Ne, wo ich ihm dann sage, so was hast du bis jetzt gemacht? Also ich habe mit ihm so ein Protokoll erarbeitet, wie abgehakt wird, was er täglich gemacht hat. Das Jugendamt, wo die eigentlich zu verpflichtet sind. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Arbeit schon kennengelernt hast oder ob das andere Eltern wissen. Normalerweise, sobald ein Einsatz ist im Rahmen der Erziehungshilfe nach 2733, sind Flexkräfte, auch Familienpfleger, dazu verpflichtet, zu Hause bei den Eltern eine sogenannte Dokumentationsakte niederzulegen. Das heißt, in dieser Akte wird zum Beispiel eingetragen, habe heute mit Kind und Mutter gebastelt. Ganz kurz und knapp. Ich weiß nicht, kennst du eine Pflegedokumentation von den Altenheimen? Die Akte bleibt dann bei den Eltern oder ist sie beim Jugendamt? Nein, also diese Verlaufsakte, diese Laufakte bleibt in den Familien normalerweise. Mhm. So war das früher auch zu meiner Zeit, dass die Eltern sehen konnten, gebastelt wurde das und das oder das wurde gekocht oder das und das. In ganz kurzen Ein-Zweizeiler unterschrieben oder man hat einen Kreis gemacht, einen Strich, wo man sagt, das ist heute nicht erfolgt worden. Und dann ist vorne auf dem Deckblatt der Name der Familie und natürlich Zielsetzung. Welches Ziel ist zu erreichen mit der Familie? Wie ist es aufgebaut? Wie sehen die Schritte dahin zu aus? Ist es gesetzlich vorgeschrieben, dieses Teil des Hilfeplans? 1997 war es gängige Praxis in der Familienhilfe und auch in der Familienpflege. Es ist aufgrund, warum und immer, ist es nach und nach in ganz Deutschland immer mehr verschwunden. Und hier auch nochmal ein Appell an den Eltern und andere Betroffenen, fordert diese Dokumentation ab, diese Transparenz der Arbeit, fordert die wieder ein. Und wenn ihr selber solchen Ordner erstellt und eure Flexkräfte die gegenzeichnen lässt, ja, dass ihr wirklich, wo mehrere Reihen sind, Linien sind, Uhrzeit, wo ihr selber die Zielsetzung, die ihr in HPGs vorbekommen habt, dass er die sogar einklebt, ja, oder dokumentiert oder nochmal in Folie packt, in diesem Ordner packt. Und dann jeden Tag, habe heute Nudeln gekocht mit dem Kind, das Kind hat heute Gemüse geschnitten, Frau sowieso war anwesend. Unterschreiben lassen von der anwesenden Pflegerin bzw. Familienhelferin. Okay, das ist ein guter Tipp. Ja. Ist gut. Vielleicht zum Schluss unseres Gesprächs. Magst du uns noch sagen, was müsste sich denn verändern, damit es besser wird bei den Jugendämtern, mit den Jugendämtern, damit die Jugendämter wirklich den Eltern und den Kindern helfen und wirklich auch das Kindeswohl, dafür sind die ja da, das Kindeswohl sich entfalten lassen? Also was mir hier wirklich fehlt und sehr am Herzen liegt, ist hier, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich doch erstens mal mehr Zeit für die Familien nehmen sollten, wieder mehr in Gesprächen gehen sollten, ja, und auch die mehr unbefangen auch zu Hause besuchen sollten, so wie das auch vor 20, 25 Jahren war. Also ich vermisse das. Ich vermisse wirklich diese persönlichen, sicheren Gespräche zwischen Eltern. Es gibt ja kein Vertrauen mehr. Wer heute dieses Video gehört hat, wird das Jugendamt nie und nimmer in seine Wohnung lassen, wobei dann das Jugendamt sagen wird, naja, die Eltern kooperieren nicht, die sind vielleicht eine Gefahr für das Kind, ja, und dann bist du auch schon wieder drin in dem Problem. Ja, aber ich denke mal, so ein Sozialarbeiter, die wissen das, die wissen selber, alle Sozialarbeiter bundesweit, die in den Jugendämtern arbeiten, die wissen das, dass die Jugendämter generell keinen guten Ruf haben. Ich sage ja auch nicht, dass alle Sozialarbeiter wirklich so mies arbeiten, wie wir das jetzt in letzter Zeit in massiven Fällen wirklich sehen. Es gibt auch wenige, da kannst du die Hände nach abzählen, die noch ganz anders arbeiten. Also es fehlt definitiv auch hier in Essen wirklich das vertraute und sichere Gespräch zwischen Eltern und den Sozialarbeitern. Die gibt es nicht mehr. Und diese Gespräche werden ja auch nur noch abgehakt. Die haben nur noch Schema F. Da werden nur noch gewisse Fragen, die vorgegeben worden sind in den Teamsitzungen von den Teamleitern, die werden abgefragt, abgehakt, fertig. Es ist keine Zeit mehr wirklich für das vertrauensvolle, persönliche Gespräch, wo Sozialarbeiter wirklich die Eltern da abholen können, wo sie stehen. Die gibt es nicht mehr. Die wollen die sich nicht mehr nehmen. Und das ist etwas, was sich verändern muss. Es muss an das Vertrauen muss wieder gearbeitet werden.
dann finde ich, in der Kinder- und Jugendhilfe gibt es zu wenig Programme für Familien, die zum Beispiel wirklich in Krisensituationen wirklich rund um die Uhr anrufen können. Ich sage jetzt nicht der Elternnotruf oder der Kindernotruf, nein. Es gab früher eine Zeit lang, auch das war ganz in den Anfängen vom Kinderschutzbund, wie der sich hier bundesweit gegründet hat, da gab es mal eine Eltern-Familien-Notrufzentrale. Da konnte man damals anrufen und dann hat man wirklich einen Termin bekommen, ziemlich kurzfristig, und dann sind die auch rausgekommen oder man konnte in den hiesigen Bezirksstellen kommen, aber ohne, dass man Name, Adresse oder irgendwas nennen musste. Ne? Also diese Anonymität war gewesen. Das ist heute nicht mehr. Und das ist aber, es gibt so viele Dinge, allein schon die Ausstattung, die Computerausstattung der Mitarbeiter, die Ausbildung, die Studiums, wie die sind, die Kommunikation, die Supervision, die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und der Mitarbeiter und einfach auch die Zusammenarbeit zwischen Träger, Jugendamt und den Familien, die ist sowas von brüchig, das ist so eine Mauer geworden. Man kann Mauern nicht mehr einreißen. Du weißt ja selber, wenn ich eine Mauer einreißen will, brauche ich einen Bulldozer. So, und diese Mauern haben sich hier in Essen so gebildet, wie sollen Eltern, vor allem Kinder und Jugendliche, wie sollen die einreißen? Und ich finde, eine Familie, ist so. Na? Ich habe so den Eindruck, das ist, glaube, du sprichst den wichtigsten Punkt an, das Vertrauen zwischen Jugendamt und Eltern, das droht völlig zerstört zu werden. Und dann hast du ja, mir kommt gerade diese Analogie in den Sinn, wenn du ein Kind stillen willst, ja, also habe ich ja selber nicht gemacht, aber ich habe das als Vater mitbekommen bei der Mutter meiner Kinder. Es gibt ja diesen Effekt, dass ein Kind zum Beispiel auch mal beißt beim Stillen oder halt, dass es schmerzt, ja. Und wenn du dann als Mutter die Brust zurückziehst, dann hat das Kind Angst, dass es das nächste Mal wieder von der Brust entfernt wird und dann wird es noch mehr zubeißen, ja. Das Kind hält dann quasi die Brust fest, indem es zubeißt. Die Mutter schiebt das Kind weg, weil das natürlich schmerzt. Und dann fängt dieser Teufelskreislauf an, ja, dass die Mutter Angst hat, das Kind beißt mich, und das Kind hat Angst, dass die Mutter die Brust wegzieht. Und genauso ist es doch bei den Jugendämtern. Wenn das Vertrauen nicht mehr da ist, dann lässt du das Jugendamt nicht mehr ins Haus, du holst dir keine Hilfe mehr. Und das Jugendamt auf der anderen Seite hat keine Einblicke mehr, hat kein Vertrauensverhältnis mehr und überreagiert dann. Ja, und dann sehen wir solche Fälle dann eben halt leider in der Öffentlichkeit, in der Presse, wo Kinder dann wirklich zu Tode kommen, weil Jugendämter wirklich dann versäumen, dieses Vertrauen aufzubauen, die Eltern, Familien da abzuholen, wo sie stehen. Ja, dadurch entstehen dann solche Vernachlässigungen, weil wenn die entdeckt werden und auch anders angepackt werden, allein schon, ich sage jetzt mal ein aktuelles Beispiel, Vater, Mutter sind beide Alkoholiker, sage ich jetzt mal, und haben 2, 3 Kinder zu Hause. So, das Alkohol, erstmal die Kenntnis darüber, dass eine Alkoholsucht eine Erkrankung ist, das lernt man angeschnitten in einem Studium, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass man aber die endogene Vorgehensweise im Körper, da haben Sozialarbeiter überhaupt keine Kenntnisse drüber. Also eine Familienpflegerin, die hat ja Psychopathologie, Gesundheits- und Krankheitslehre, die hat wieder die Kenntnisse darüber. Selbst eine Erzieherin, eine Kinderkrankenpflegerin hat auch diese Erkenntnisse, Sozialarbeiterin nicht. Also gewisse Verhaltensweisen ergeben sich dann, weil zum Beispiel Hormone sich verändert haben oder Endogene nicht mehr geführt werden mit Sauerstoff, die dann zu Verhalten von Eltern führen, die eigentlich die Auslöser dafür sind. Diese Kenntnisse haben Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter nicht. Und das sagte ich ja, selbst im Studium der Sozialarbeiter arbeiten müsste locker noch 2, 3 Jahre zusätzlich noch Gesundheitskrankenpflege, Psychopathologie, Anatomie zusätzlich noch rein. Das gibt es ja nicht. Ja? Oder klientzentrierte Gesprächsführung. Das lernen die in ihrem Studium nicht. Die ist aber gerade in den Familien, ja, wo solche Fälle sind von Medikamentenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit, Vernachlässigung, ist aber gerade diese klientzentrierte Gesprächsführung A und O. Und die lernen es nicht, die kennen es nicht. Ich erlebe ganz häufig, also auch von dem Vormund meiner Enkelin erhebe ich ganz häufig, die hat keine Kenntnisse darüber, die kennt sich gar nicht damit aus. Und dann steht man da und dann denkt man auch, das kann es nicht sein. Und wenn man dann hört, seit 14 Jahren in Amt, seit 14 Jahren Diplom-Heilpädagogin, da frage ich mich auch, gerade diese Leute müssen das im Studium haben. Nein, dann wird mir gesagt, nein, hatten wir nicht, will ich nicht, brauche ich nicht.
Und wenn sowas nicht gegeben ist, wie soll sich da was ändern? Petra, ganz herzlichen Dank. Also ich glaube, man hat gemerkt, dass du sehr viel Wissen hast in dem Bereich, äußerst kompetent bist und uns da den großen Blick auf das Jugendamt bis ins Detail hinein hier geben konntest. Halt mich auf dem Laufenden, was so in Essen geschieht, was man noch so alles versucht, um dich mundtot zu machen. Bleib weiter so mutig und so tapfer und red, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Bring die Fakten, bring die Wahrheit. Und ganz herzlichen Dank, dass du das hier im Video auch getan hast. Danke. Vielen Dank für dein Interesse und weitermachen so. Es bin nicht nur ich, die für die Kinderhilfe da ist. Ne? Es sind auch viele andere Aktivisten. Was ich hier nochmal mitteilen will, wir sind gerade dabei, uns bundesweit zu vernetzen, auch im Internet, bundesweit ein Helfersystem auch aufzubauen. Und wir wollen auch bundesweit eine gemeinsame Stiftung gründen, wo auch Stiftungen, also Gelder gesammelt werden für betroffenen Eltern, wenn die zum Beispiel keine Anwälte mehr bezahlen können oder ein Erziehungsgutachten auch nicht mehr bezahlen können oder auch Kinder, die in Obhut genommen worden sind, dann wieder zurückgeführt worden sind zu den Familien, dass diese Familien dann auch mal in der Kur fahren können oder im Urlaub können, dass sie dann wieder psychosomatisch aufgebaut werden. Weil da wird den Jugendämtern, die gehen ja noch nicht mal 10, wenn sie erkannt haben, sie haben zu Unrecht ein Kind entzogen, da wird den Eltern ja noch nicht mal mehr Hilfe an der Hand gegeben, ja, dass eine Psychotraumatherapie angeboten wird oder Gesprächstherapie, das wird ja sogar bewusst verweigert. Ja. In diesem Sinne, Website, hast du uns eine Website, wo man hingehen kann, um sich deine Initiative anzuschauen? Wir arbeiten das noch aus. Wir sammeln übrigens noch weitere Fälle von hiesigen Jugendämtern hier in Essen. Wir brauchen auch noch verschiedene Namen von gewissen Sozialarbeitern, weil wir vorhaben, die bundesweit auch anzuschreiben, die auch nochmal auf Fehlerquellen bundesweit mäßig auch hinzuweisen und auch wirklich auch die anschreiben wollen, ob sie nicht mal über ihre Arbeit nachdenken und eigentlich auch nicht mal anfangen wollen, mit uns Kinderschutzaktivisten zu stehen, weil alleine können wir das System nicht ändern. Das können wir nur zusammen. Aber das können wir auch nur, wenn Jugendämter und Politik einsichtiger werden und auch endlich verstehen, dass in den Gesetzesgrundlagen sich wirklich was verändern muss. Hinter dir ist, glaube ich, der Hund, sehe ich gerade. Die Tricks, genau. Die Geräusche, ja. Ich habe auch einen, aber die ist ganz ruhig hier, die liegt neben mir. Wenn jetzt jemand das Video schaut und sich an dich wenden möchte, gibt es eine auf Facebook, E-Mail, irgendwas? Ich würde eine E-Mail zur Verfügung stellen. Das ist alles klein geschrieben, petra-wensing@online.de. Und bei uns in Essen sind wir zurzeit im Aufbau, die Internetseite auf Facebook, Großelternlobby. Da einfach eine persönliche Nachricht schicken über Messenger an mich. Also ich bin auch unter Petra Wensing auch eingetragen. Ich verbinde dann auch weiter, auch wenn jemand einen Rechtsbeistand braucht, einen Rechtsanwalt. Also wir arbeiten mittlerweile mit vielen Anwälten, auch mit Psychologen und verschiedenen Vereinen zusammen, wo wir auch wirklich Hilfestellung hin vermitteln können. Wichtig ist nur, wenn du noch betroffene Eltern hast, auf Ruhrgebiet, bundesweit, wir sammeln wirklich Fakten. Wir wollen auch weitere Zahlen erheben, wie viele Bundesländer, wie oft, in wie vielen Landkreisen, wie oft ein Kind in Obhut genommen worden ist. Sind die langfristig in Obhut oder kurzfristig? Weil unsere Bundesregierung will ja sowas nicht. Also müssen wir sowas selber tun. Das ist ganz wichtig. Wenn du mir da Materialien natürlich mit Erlaubnis von den Eltern zukommen lassen kannst, das wäre super. Okay, sehr in diesem gut. Sinne aber jetzt bedanke ich mich und wünsche dir alles Gute und wir bleiben im Kontakt. Danke, Petra. Gleichfalls. Okay. Tschüss. Tschüss.